Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Alice 17, Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map Version 1.5 ohne Gräben. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben, angefangen. Hier die Ernteflotte zusammenzustellen. Und jetzt fangen wir tatsächlich an, die Ernteflotte zu verteilen auf den Feldern. Ja, damit wir hier so schnell wie möglich alles abgeerntet kriegen. So, dazu stellen wir den mal. Hinter welchem bin ich jetzt? War ich jetzt hinter dem her oder hinter dem daneben? Würde mich jetzt mal interessieren. Sehr witzig. Sehr witzig. Mädel. So. Also fahren wir los. Zu den Feldern. Damit wir dann endlich dann bald mal ernten können. Ja, ich weiß, mit Vorfahrt achten haben sie das ja nicht so. Ihr auch nicht. Vollhongs. Oh, ich hätte eigentlich auch mal wieder eine neue Cosplay-Version runterladen können. Aber naja. Habe ich nicht gemacht. Ja, Hopfen sollte ich dann eigentlich, hoffe ich, mehr als genug haben. So, was macht denn hier meine Mehlfabrik? Ihr arbeitet sehr schön. Dass wir hier diese kleine Grünfläche haben. Von wo aus ich immer meine Erntemission hier auf Feld 4 starte. Thank you.
einklappen. Die können erstmal aus. Wie weit sind wir denn überhaupt vom Wachstum her? Vom Wachstum. Das ist immer noch die erste Stufe. Ich verteile erstmal meine Fahrzeuge. Ne? Das ist doch verständlich, oder? Wo habe ich denn eigentlich alle meine ganzen Anhänger? Okay, das passt. Ich muss mich erstmal eben hier durchsteppen. Ich muss mal eben gucken, was meine ganzen... So, hier ist ein Karos, der bleibt aber auch hier. Den können wir dann später nochmal austauschen gegen den Yoskin. So, den hier nehme ich auch noch als Abfahrer mit. Und zwar für hier unten, für das Rapsfeld. Den hänge ich da hinten mit hinter. Weil das ist doch ziemlich weit, den Raps hier abzufahren. Wobei, ich könnte den natürlich auch hier ins Ding ins Silo fahren. Ja, das mache ich auch. Haha. Viel besser. Viel besser. Ich fahre den erstmal hier unten einfach nur ins Hofsilo. Und dann wie viel Class Cargosse habe ich denn? Ach, da wollte ich ja noch nicht gucken. So. Aber ich habe ein paar Joskin. Habe ich die hier? Nee. Davon habe ich zwei, okay. Müsste ich dann gleich mal suchen. Davon habe ich vier. Und ich weiß bei allen Vieren, wo die sind. Einer steht hier im... hier oben. Kann ich gegen so einen Yoskin irgendwann mal austauschen. Einer steht da unten. Einer steht da und einer... ja, ich weiß, wo die alle sind. Aber ich weiß nicht, wo meine Yoskin alle sind. Ah, jetzt weiß ich, wo er ist. Ja, alles klar. Da steht er nämlich. Und den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir jetzt. Und zwar hier mit dem Fendt. So, wir machen jetzt erstmal die normale Ernte, in Anführungsstrichen.
den kann ich ja gleich schon mal hier rüberfahren. Weil den brauchen wir dann ja gleich hier irgendwo an dem Feld. Dann lasse ich ihn mal stehen. Den fahren wir nach oben. Zu den Raps-Feldern. Rapsy, Rapsy. Der ist soweit vorbereitet. Kann auch schon mal ausklappen. Ach man, jetzt ist der Axion auch noch leer und hat keinen Dünger mehr. Sehr ärgerlich, zumal ich nämlich auch gerade keinen Dünger in der Produktion habe. Wie weit ist denn das Feld vom Düngen her? Aufgedingst. Sozusagen. Dann wird eben der Rest nicht mehr gedüngt. Dann ist das so. Dann bereiten wir jetzt einfach mal wirklich die große Ernte vor. Oh, mein Bienenhaus. Mein Bienenhaus. Halt, das funktioniert nicht.
Jetzt frage ich mich gerade, wieso ich denn jetzt hier überhaupt noch einen Abfahrer fertig mache. Ich habe da oben Abfahrer, ich habe hier einen Abfahrer, da unten Abfahrer. Kann ich mir fast noch einen Drescher kaufen. Machen wir das noch? Kaufen wir noch einen Drescher? Überlege ich mir noch. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir einen Kommentar. Abonniert mich. Und ja, heute Abend 18 Uhr. Großer Livestream. Offener Multiplayer-Livestream. Ihr könnt also gerne. Jetzt kann ich ja eh nicht ernten. Ja, die Bewerbungsfrist ist leider schon rum. Es wäre bis 12 Uhr heute gewesen. Ich habe also auch schon die Gewinner, die Teilnehmer der 5 Plätze bekannt gegeben. Ich weiß sie jetzt natürlich nicht, weil ich das hier im Vorfeld produziert habe. Ja, aber würde mich freuen, wenn ihr heute Abend reinguckt. Guckt auch gerne meinen Pure Farming Let's Plays an. Und ja, und ansonsten, wenn wir uns heute Abend nicht sehen, dann wäre es schön, wenn ihr dann zumindest morgen wieder einschaltet zur nächsten Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. Bis denn, ciao.